Hallo meine Lieben, ja und herzlich willkommen zu, ich sage mal, Teil 2 meines Unboxings von Boyfriends Call Me Single Album. Und ja, heute sind, ja, ist die zweite Fuhre von Alben eingetroffen. Und zwar haben wir noch zweimal die Limited Edition und dann jeweils zwei von den normalen Editionen. Hier nochmal Typ A, B und C. Und hier auch nochmal Typ A, B und C. Ja, dieses Unboxing wird ein bisschen schneller. Das Fotobuch hier drin und auch die Booklets hier drin werde ich jetzt nicht nochmal zeigen. Die habe ich ja schon im ersten Teil gezeigt. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da gerne nochmal reinschauen. Es geht jetzt ja eigentlich nur einzig und allein darum, welche Fotokarten drin sind. Und falls jetzt jemand fragt, oh, was machst du mit den überzähligen Alben? Ja, die sind schon für andere Personen reserviert. So, dann mal ganz vorsichtig dieses limitierte Album auf. Und ich glaube, wenn da jetzt wieder Fotokarten von den Zwillingen drin sind, dann schreie ich, glaube ich. Gucken. Mal schauen, wo sind die Fotokarten? Ah, hier sind sie. Na, dann bin ich mal gespannt. Nehmen wir erstmal die große. 1, 2, 3. Ja! Ich und sagen, super! Happiness. Ah, klasse. Ah, seine große Fotokarte wollte ich unbedingt haben. Gut, und dann mal schauen, wen wir hier auf der kleinen haben. Auch nochmal hier und Song. Super. Ah, wunderbar. Okay, das ist meins. Ah, herrlich. Fantastisch. Da hatte ich drauf gewartet. So, und dann mal schauen, wen wir dann hier drin haben. So. Mal wieder suchen. Die sind wahrscheinlich hier auch irgendwo in der Mitte. Ja. So. Mal schauen, wen wir hier drin haben. 3, 2, 1. Quang Min in groß. Okay. Quang Mins große Fotokarte. Und wen haben wir hier auf der kleinen? Donghyun. Ah. Sehr schön. Da weiß ich jemanden, der sich auf jeden Fall über Donghyun freuen würde. Okay. Gut. Das ist schon mal sehr gut gelaufen. Und dann, ja, wenn wir nochmal schauen, welche Fotokarten hier in den regulären Editionen drin sind. Da hoffe ich ja einfach nur darauf, dass ich ein. Na, ah, dass ich ein. Sag mal. Wenn man redet und gleichzeitig versucht, Plastik abzumachen. Und da hoffe ich ja, dass ich zumindest ein komplettes Fotokartenset zusammenbekomme. So, den nehmen wir auch mal weg. So, mal schauen. Gut, noch einmal. Donghyun. Habe ich aber schon, macht aber nichts. So. Dieses Plastik ist echt so eng, dass man da nicht. Und sag mal, das gibt's doch nicht. Irgendeine Maschine, die Plastikverpackungen einfach wegätzt oder so. Ja, keine Ahnung, hoffentlich nicht. So, mal schauen. 3, 2, 1. Oh, nochmal Donghyun. Okay. So.
So, und dann hier nochmal schauen. 3, 2, 1. Oh, das gibt's doch nicht. Dreimal dieselbe. Ah. Oh Mann. So, dann muss ich jetzt aber Glück haben, sonst kriege ich doch wieder kein volles Set zusammen. Oh. Es ist doch manchmal echt ein Kreuz. Echt. So. Dann schauen wir mal. Und Sorgen. Ja, sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. So. Ah, nun komm. Ach. Och, sag mal, das gibt's doch hier alles nicht. So. Ach. Wenn der jetzt wieder Donkion drin ist, schreie ich. So, 3, 2, 1. Quangmin. Okay. Gut, ich habe noch keine einzige Zhongmin-Fotokarte irgendwie erwischt. Oh, mal hoffen, vielleicht haben wir ja hier drin Glück. So. Mal schauen. 3, 2, 1. Ah, und noch einmal Minu. Ah, keine Zhongmin-Karte. Och Mensch. Tja. Ah. Und ich hatte eigentlich gehofft, wenn ich so viele kaufe, dann, ja, habe ich die Chance, wirklich ein komplettes Set zu kriegen. Aber, ah. Mann, das ist echt schade. Keine einzige Zhongmin-Fotokarte. Hm. Ah. Naja, hoffen wir mal drauf, dass ich die vielleicht irgendwo auch noch kriege, aber darüber bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy. Und ja, dann werde ich mal schauen, wie ich die CDs dann verteile. Ja, gucken wir mal. Okay, meine Lieben, ja, das war's für dieses Video und ja, da Lida meinte, er muss jetzt dreimal hier in den CDs sein. Ja. Es ist doch manchmal echt ein Kreuz. Aber gut, das ist, that's life. Es ist halt eben ein Glücksspiel, welche Karten man bekommt. Und, naja. Aber beschweren wir uns nicht, also, ne, es sind jede Menge verschiedene und, ja. Alles gut soweit. Okay, meine Lieben, das war's dann erst einmal von mir und, ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!